herzlich willkommen bei tarifdip.de. Wir sind ja auf der IFA 2015 zu Gast beim französischen Hersteller Vico. Wir haben ja auch ganz neu vor uns gerade erst präsentiert das neue Einsteiger-Smartphone Vico Lenny 2. Dieses Gerät wird voraussichtlich noch im September 2015 auf den deutschen Markt kommen. Wir sehen, läuft das Vico Lenny 2 vom Start weg auf Android 5.1. Wir haben darüber hinaus hier natürlich ein 5 Zoll Display bei diesem Vico Lenny 2 mit dabei. Die Auflösung beträgt 854 x 480 Pixel. Kommen wir noch kurz zum Speicher. Der Arbeitsspeicher des Vico Lenny 2 ist 1 GB groß. Darüber hinaus haben wir einen internen Speicher von 8 GB, der per MicroSD-Karte über diesen Schacht, der hier links im Bild ist, und bis zu 64 GB erweitert werden kann. Außerdem finden wir hier noch rechts im Bild die beiden SIM-Kartenschächte. Wie wir sehen, können wir hier einmal eine Mini-SIM-Karte einlegen und dazu noch eine Micro-SIM. Dann kommen wir zu den Kameras des Vico Lenny 2. Die Hauptkamera hat eine maximale Auflösung von 5 Megapixeln und bietet auch HDR und Gesichtserkennung sowie den Smile Shot. Darüber hinaus eine Besonderheit dieser Preisklasse ist, dass wir mit diesem Gerät auch Full HD Videos drehen können. Dann haben wir noch auf der Vorderseite eine zweite Kamera beim Vico Lenny 2. Diese hat eine Auflösung von maximal 2 Megapixeln. Noch eine kurze Info zum Prozessor. Das ist ein Quad-Core-CPU mit einer Taktung von 1,3 GHz und diese stammt von MediaTek.